Heute ist das Hahnenkammrennen hier in Kitzbühel. Die Abfahrt, das schnellste Skirennen der ganzen Welt. Brutalste Sache, was es gibt im Skisport. Und hier unten am Fuße der Hahnenkampon, da oben ist es der Zieleinlauf. Da ist das Kapuzinerkloster und der Hansi und ich sind heute dabei. Wir beten für die Sportler und wir waren Vollgas mit. Und das Erste, was der Hansi da hat heute, er feiert gleich eine Messe für die Sportler. Und das schauen wir uns jetzt an. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Hansi, jetzt hast du gleich schon die Messe gefeiert in aller Frühjahr für die Skifahrer. Was ist dein Anliegen heute und dein Wunsch auch? Für was hast du gebetet für die Skifahrer? Ja, mein Anliegen ist, dass alle gesund ins Ziel kommen. Gestern war ich schon beim Start, beim Trainingslauf. Jetzt sind wir schon am Weg zur Tribüne. Und jetzt genau. Stehen wir, wo stehen wir denn da jetzt, Hansi? Stehen wir vor der Siegerliste der Hahnenkammrennen nach Nationen geordnet. Da sieht man, mit 116 Siegen hat natürlich Österreich die Nase vorn. Die Österreicher haben die meisten Rennen gewonnen und jetzt hoffen wir, dass heute der 117. Sieg dazukommt. Vielleicht gewinnt der Kirchmeier da für die Oberösterreicher, das war ja ganz toll. Nicht? Also, weiß ich. Aha. Und das hat eben das Hahnenkammrennen seit 30 Jahren mittlerweile, machen sie das, dass das zu so einem großen gesellschaftlichen Event ist. Ne? Oder wert. Mit Wippzelt. Zweistöckigen Wippzelt. Aber wie ist die Hausbergkanten? Von der Hausbergkanten auch schon eine von den brutalsten Stühlen, oder? Ja, die Kurven, die war immer die schwierigste vom ganzen Skiweltcup. Die Linkskurven und dann in die Traverse, dann den Zielschuss. Wahnsinn. Jetzt habe ich da gerade gesehen, da vom Restaurant steht Red Bull oben auch. Jetzt habe ich mir gedacht, na schau, da haben sie ein Red Bull Restaurant. Aber was ist da für eine Story dahinter? Ja, das Red Bull, das ist das Gasthaus. Das hat es schon vorher gegeben, vor der Marke Red Bull. Bevor der Matti Schütz die Getränkemarke kreiert hat. Ja. Und er hat da beim Hahnenkammrennen ist er gewesen, hat den Namen gesehen, Red Bull. So sagt man halt. Dann hat er sein Getränk nach diesem Namen taft, nach dem Gasthaus Red Bull. Also alles kommt von Kitzbühel, jetzt ist wieder mal bewiesen. Olympiafahrer, ja. Ich fahre mit dir. Ja, gern. Den Hansi kennen wir alle. Das ist seine Heimat, das wirst du wieder erleben. Danke. Hallo, grüß. Heute das Rennen, das gewinnt sicher Österreicher. Ja, hoffen wir. Ja. Kirchmeier habe ich stark unter Verdacht. Das wird beim Lotto, wir haben schon mal gewotet. Oh, da fliegen jetzt zwei Segelflieger. Ja, Wahnsinn. Olympia-Fahrer. Wir sitzen da auf der Tribüne beim Hahnenkammrennen und neben mir sitzt ein ganz besonderer. Das ist der ehemalige Bürgermeister von Kitzbühel, Friedhelm Capellari. Unglaublich, ja. Und was ist dein Tipp jetzt für heute, für den Abfahrtslauf? Wer gewinnt? Ja, gewinnt dort der Beste. Der war schon nicht der Beste, sondern der am schnellsten ist. Und das wäre, egal wer es ist, es ist ein tapferer Mann, der das macht. Und es gibt halt Talente, die alle wieder machen. Ich habe einmal erlebt, wie der Franz Klammer sogar bis an den Zaun rausgefahren ist. Da, ja, genau da oben ist er und um und hat wieder die Bestzeit gemacht. Ja, das ist ein Wahnsinn. Da war er einfach einmal. Da war eine ganz gewaltige Begeisterung, gell, bei Franz Klammer. So haben wir auch zwei Rennen hintereinander gehabt und ein paar die Rennen hat er gewonnen. Zuerst muss man mal beten, dass keine Unfälle sind. Da gibt es auch Heilige dafür, die aufpassen, dass nicht zu viel passiert. Und ich bin Johannes, ist ja von Kind auf, sind wir alle beieinander gewesen mit seinem Vater und mit der Mutter. Und ich muss sagen, ich habe seinen ganzen Weg verfolgt und bin stolz, dass ich das mitmachen habe dürfen, miterleben habe dürfen, mit der Priesterweihe und mit allen, muss ich sagen, bin ich stolz. Weil solche Leute brauchen wir. Und ich habe die große Ehre gehabt, dass ich letzte, darf man das sagen, ich habe eure diamantene Hochzeit machen dürfen. 60 Jahre verheiratet. Der Friedel und die Hedwig, das ist unglaublich. Und das ist ein großes Zeugnis. 60 Jahre stark, wirklich super. Super, große Freude. Ja, müssen wir die Sportler segnen. Die Sportler segnen, dass alle gesund runterkommen.
die schwierigste Abfahrtsstrecke der Welt. Und deswegen brauchen sie einen besonderen Segen. So möchte die Sportler segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt haben wir ganz einen interessanten Mann neben uns. Und zwar in Gerhard Pfeiffer, der Oberste von der 6. Gebirgsbrigade vom Militär. Schön, dass du da bist. Grüß dich, servus. Was wünschen Sie sich heute für das Hahnenkammrennen? Einen unfallfreien Verlauf. Weil ich war selber 10 Jahre da oben als Kommandant einer Gebirgsjägerkompanie und ich weiß, wie schwierig das ist. Wie gefährlich es ist, wenn man stürzt. Darum wünsche ich in erster Linie einen unfallfreien Verlauf, weil das sind alles tolle Athleten, die da runterfahren. Ja. Der beste Skifahrer. Ja, ist der führende im Gesamtweltcup mit Abstand. Bodermatt. Jetzt sieht man schon, jetzt kommen wir. Jetzt springen wir, schau. Immer noch, aber trotzdem Fehler, 2,7 Sekunden, das sehen wir gut. Schauen wir in die Richtung. Stimmungsaufnahme. Ja, brutal. Jeder, der da oben fetzt, das ist ein Wahnsinn. Ein Quartfehler. Ich habe dreimal Bett gesehen, Meier. Ich habe dreimal Bett, dann sehe ich, dass ich hier oben komme. Da kann ich nicht zu den Top-Favoriten. Stehen wir mit unserem Landeshauptmann Anton Matler. Von der Tiroler Landesregierung. Sie waren heute bei der Weltmeisterschaft auch dabei in Kitzbühel. Was ist Ihr Eindruck? Ja, generell bin ich natürlich überhaupt ein begeisterter Skifahrer und wenn man dann einmal ein solch spannendes Rennen mitverfolgen kann, ist das schon etwas Spezielles. Und es ringt mir schon großen Respekt ab, wenn ich da die Leistungen der Sportler sehe. Aber einen Segen darf man trotzdem, das ist nicht illegal, habe ich gehört, einen Segen darf man geben. Genau so ist. Aber ich hätte eine Frage gehabt, als Landeshauptmann, schauen Sie natürlich für das Wohl der Bevölkerung, auch die Kirche ist auch vor allem für das Wohl der Bevölkerung und für das seelische Wohl zuständig. Was erwarten Sie sich auch von der Kirche für das Land Tirol? Die Kirche spielt definitiv eine große Rolle, weil es geht darum, dass man die Gesellschaft wieder verbindet. Und dieses Verbindende und vor allem auch, dass eigentlich die Kirche im Wesentlichen auch Gemeinschaft darstellt, das muss gepflegt werden, das muss ausgebaut werden, weil wir haben ja schon ein paar schwierige Jahre hinter uns. Jetzt haben wir 80 Jahre Hahnenkammrennen, heute das 83. Hahnenkammrennen. Man sieht das aber praktisch bis zum Ende, dass immer wieder Überraschungen da sind. Und da trifft es einfach die ganze Welt. Wenn man nachher dazu einen Kooperator hat oder einen Olympia-Seelsorger da hat, natürlich auch eine riesige Garde, der Hansi Lackner. Ist also derjenige, der sämtliche Prüfungen mit sehr gut abgeschlossen hat. Und Kitzbühel hat das einen großen Namen. Nein, ich muss jetzt erst noch ergänzen, so mein Altbürgermeister, weil er ist ja jeden Sonntag in der Kirche, er kennt sich da im klerikalen Bereich ganz besonders gut aus. Deswegen freue ich mich, dass du das gesagt hast. Aber noch dazu muss ich sagen, ich darf mich anschließen, was der Horst gesagt hat. Natürlich, Kitzbühel macht aus dieser grenzenlosen Einsatz, diese enorme Erfahrung. Und wenn die Männer Tag und Nacht auf der Strecke arbeiten, dann werden sie natürlich belohnt für das, was heute die Strecke hergibt. Wir haben gesehen, mit hohen Nummern sind das sensationelle Fahrten gewesen. In Summe muss man sagen, ist einfach diese Vielfalt in Kitzbühel das Entscheidende. Wir freuen uns, dass die hohe Geistlichkeit da ist. Also unser geistlicher Superstar ist ja da auch, nicht? Also wenn wir jetzt vom Sport reden, haben wir jetzt natürlich auch das. Auf das sind wir auch ganz besonders stolz. Und das ist einfach das Miteinander. Perfekt. Das bringt einen Segen. Wir haben ja ein großes Ereignis gehabt in Reitberg Kitzbühel, das war die Primiz im 4. Juli, unvergessliches Datum, ein ganz gewaltiges Fest, wo ja so ein Dorf auflebt. Ich möchte einfach gratulieren an den Skiclub, was die da auf die Haxen gestellt haben. Vor 14 Tagen hätte es, glaube ich, keiner geglaubt, dass das so bärig wärst. Und Hut ab vor Kitzbühel und seinen Vereinen, dass die so was Tolles auf die Haxen da stellen. Wie ist das reingekommen und das Olympiaseelsorger sein, ja, auch als Priester im Einsatz sein für den Sport, für die Sportler? Ja, als Olympiaseelsorger praktisch bin ich einfach das, was ein Pfarrer in der Pfarre macht, mache ich bei den Olympischen Spielen auch. Ich mache Seelsorge bei den Sportlern. Halt.
die Verbindung Sport und Glaube ist ja sehr was Cooles. Das ändert alles. Dann kannst du auch einmal in einen Wettkampf reingehen und musst dich nicht darum kümmern, was die Medien über dich schreiben und was die Leute über dich denken, sondern du kannst wirklich in Freude das Talent, was Gott dir geschenkt hat, abrufen und das ändert alles, weil du bist nachher nicht nur der Sportler, sondern du bist wirklich ein geliebtes Kind Gottes. Und das erleben wir bei den Spitzensportlern, die das wirklich schon erlebt haben, wirklich wunderschön. Und ja, ich habe jetzt gerade mit Florian gesprochen, der heute Zweiter geworden ist. Wirklich, er hat auch gesagt, die Freude, das ist das Wichtige. Er hat sich schon so gefreut auf das Rennen da in Kitzbühel. Und wenn du diese Freude mit ins Rennen nehmen kannst und unbelastet reingehst vor allem, eben wir lesen in der Bibel, dass Gott uns einladet, all unsere Sorgen, all unsere Belastungen auf ihn zu werfen. Und jedem Trainer ist es klar, wenn du nicht mit einem Rucksack in das Rennen reingehst, das ist einfach gut, eben, dass du wirklich befreit reingehen kannst. Und dass es nicht nur in Niederlagen und in schwierigen Situationen, sondern dass, dass der Glaube auch wirklich Berge versetzt und dass du wirklich mit dieser Freude dann in den Wettkampf reingehen kannst. Und das sehen wir immer mehr bei den Athleten und das ist einfach eine Freude. Jetzt ist die ganze Show schon vorbei. Wir haben ein unglaubliches Rennen erlebt. Jetzt haben wir da noch. Griechmeier hat gewonnen. Jetzt haben wir da noch Mittagessen mit dem Landeshauptmann gehabt. War wahnsinnig nett, auch das politische Fieber mit, beim sportlichen Fieber miterleben, dass die auch so dabei sind. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also da haben wir heute auch schon mit dem Bürgermeister diskutiert. Und jetzt haben wir da die Theresa, die Frau vom Skiclub-Präsidenten, der das ganze Hahnenkamm-Rennen organisiert. So nett, erstens, dass wir ihn treffen, auch die Herzlichkeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da für Herzlichkeit da ist in Kitzbühel, eben rund ums Hahnenkammrennen. Jetzt eine Frage, wie war denn das Rennen heute für dich? Ja, für mich war es auch sehr spannend. Ich bin sehr froh, dass überhaupt der Schnee gekommen ist, dass es kalt worden ist und dass so spannende Rennen stattgefunden haben. Also es ist mir eine große Ehre gewesen, dass der Landeshauptmann da war und das ist das jetzt. Ich bin natürlich, es war ein unglaublich spannendes Rennen, glaube ich, eines der spannendsten Rennen, was es überhaupt gegeben hat. Immer wieder, Stockhalbplätze. Unglaublich. Die Stockhalbplätze also immer wieder. Sie noch mit Nummer, welche Nummer hat er gehabt? Über 40 ist ja, genau. Mit einem guten Ausgang. Ein Österreicher. Ich muss nur sagen, es ist ein sportliches, großes Ereignis, wirklich. Sportliche Meisterleistung, aber es ist auch eine menschliche Meisterleistung, also was da zusammenkommt, eine gesellschaftliche Meisterleistung und ja, das, was uns Menschen verbindet, eben nicht nur, es ist nicht leistungstechnisch, sondern ja, ich glaube auch sehr, da spielen ganz viele Ebenen mit und das spürt man da wirklich beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und das ist eigentlich eine große Freude und auch das, ja, haben wir so hautnah miterlebt. Wir freuen uns auf die nächsten Rennen. Ja. Ski heil. Ja, danke.